Spektakulär gestaltete sich diesmal die Vogelübergabe auf dem Alten Markt. Nach dem Antreten der Kompanien wurden zunächst verdiente Akteure vom amtierenden Königspaar geehrt. Bürgermeister Bodo Klimpel übergab den Rathausschlüssel an die Majestäten Jürgen Wortmann und Anja Büsing-Bergmann. Nach einem dreisten Diebstahl aus den Händen der Sapeure wurde der Schützenvogel zurückerwartet. Beim Ausmarsch am 30. Mai, als unsere Sapeure, die ja auf den Vogel aufpassen sollten, wiederkamen, in einem Anhänger gefangen, sozusagen Bärenfalle. Ja? Und da wurde uns mitgeteilt, dass der Vogel leider abhanden gekommen ist. Schließlich nähern sich die Vogeldiebe. Diesmal das Halterner Landsknechtsfanfarenchor. Was danach kam, ließ manchem Schützen einen Schauer über den Rücken laufen. Der Schützenvogel in den Klauen eines Ungetüms. Ein Abbruchbagger der Bauunternehmung Mertmann. Also wir hatten die Idee eigentlich schon vor 2 Jahren, weil dann wäre es ein 30-jähriges Wiederkehren gewesen, weil wir vor 30 Jahren den Vogel schon mal geklaut hatten. Ist aus diversen Gründen nicht geklappt und so haben wir uns entschieden oder haben es versucht für dieses Jahr und es hat ja dann auch Gott sei Dank geklappt. Zähe Verhandlungen begannen. Darüber drohend das Greifermaul mit dem Vogel. Schließlich die Einigung. Also das Lösegeld war jetzt 250 Liter Bier, 2 Kisten Sekt und 10 Liter Schnaps. Gefordert waren 500, mit der Forderung sind wir etwas gescheitert, aber ich glaube, mit den 250 Litern, die wir im Endeffekt jetzt ausgehandelt haben und dem Sekt, können wir gut leben. Die Übergabe soll folgen, doch der Vogel zerbricht. Durchatmen ist angesagt. Ein Raunen geht durch die Reihen. Es war nicht der richtige Vogel. Schnell präsentieren die Vogeldiebe das Original. Die Sapeure übernehmen. Das ein oder andere weiß man im Vorfeld. Nachdem der Vogel wieder da ist, steht dem morgigen Vogelschießen nichts mehr im Wege. Und auch der Festball ist gerettet.